Zu den am häufigsten missverstandenen Optionen von Microsoft Teams zählen die Einstellungen rund um das Thema Benachrichtigung. Und deshalb möchte ich mich heute kurz diesem Thema einmal widmen. Über den Einstellungsdialog und den Punkt Benachrichtigung ist es möglich zu konfigurieren, wie man beispielsweise bei Erwähnungen der eigenen Person über Teams informiert werden möchte. Hierfür gibt es die Option Banner und E-Mail. Diese bedeutet aber keinesfalls, dass man automatisch eine E-Mail erhält, sondern Microsoft Teams gibt immer dem sogenannten Banner. Bei einem Banner handelt es sich um eine kleine Benachrichtigung, die typischerweise am unteren rechten Bildschirmrand aufpoppt, Vorrang. Das heißt, E-Mails werden tatsächlich nur dann verwendet, wenn der Teams-Client im Moment geschlossen ist oder man eben den Status abwesend hat und eben daher eine Benachrichtigung per Banner nicht möglich ist. Dennoch bieten diese Optionen umfangreiche Möglichkeiten, die Art und Weise, wie man benachrichtigt wird, zu konfigurieren, und daher lohnt sich ein Blick hier. Diese Einstellungen stellen den Standard dar. Gleichzeitig kann ich diese Einstellungen aber auch nochmal individuell für jeden einzelnen Kanal einstellen, indem ich hinter den Kanalnamen auf die drei Punkte klicke und dort die entsprechenden Kanalbenachrichtigungsoptionen auswähle. Wie gesagt, diese beiden Konfigurationsmöglichkeiten spielen relativ komplex ineinander und manchmal ist das Ergebnis nicht im ersten Moment so, wie man es erwartet hat. Dennoch ist meine Erfahrung, lohnt es sich, mit den Einstellungen einmal zu spielen, um sich selbst eben ein effizientes Arbeiten mit Teams zu ermöglichen. Dafür noch ein kleiner Tipp am Rande. Benachrichtigungen werden grundsätzlich nur versendet für solche Teams, die nicht in den Bereich ausgeblendete Teams verschoben wurden.